Ja, Hari Om, Peace. Das ist Nina Hagen TV Show. Und heute habe ich Sie alle eingeladen, mit mir zusammen dieses Wesen von der Nähe zu betrachten, was ich mir schon so lange gewünscht habe, dass ich Mrs. Weltstar Meret Becker aus allernächster Nähe untersuchen kann, ohne ihr zu nahe zu kommen, also mit der richtigen Distanz. Und da braucht man, muss man aber nah rankommen, sonst kriegt man ja von der Frau nichts mit. Und deswegen bin ich unheimlich glücklich, dass wir Sie heute präsentieren können. Weltstar Becker. Ich habe neulich im Flugzeug einen Film gesehen, Comedian Harmonists, und habe die ganzen 2 Stunden nur geweint, und zwar nur wegen Ihnen. Wollen wir du sagen? Ja, wollen wir. Okay, können wir machen. Ja, es war super. Wie sind Sie denn überhaupt an diese tolle Rolle gekommen? Wir wollten doch du sagen. Ach ja, stimmt, ja. Wie bin ich dazu gekommen? Musstest du zum Casting gehen? Nee. In dem Fall nicht? Nee, Ben hat schon mal, mein Bruder hat mit Vielsmeier schon mal gedreht. Oh, mit deinem Bruder würde ich gerne mal einen Filmkuss probieren. Aber erzähl ruhig weiter. Ich habe ihn ja geküsst im Film. Ja, ich weiß, ich war ganz neidisch. Wie im Film eben. Ja, nein, nicht wie im Film. Da war richtig geknutscht. Naja, ich meine, im Film muss man es ja auch richtig machen, wenn man ein guter Schauspieler ist. Muss einem ja der Schleimaustausch nichts ausmachen. Ja, wenn die Rolle es wenn erfordert. Wenn die Regieanweisung denn dann deutlich ist, ja. Ansonsten finde ich das ja besser, wenn das irgendwie noch ein bisschen auf Distanz bleibt. Aber wenn der Regisseur das wirklich verlangt, aber die meisten drücken sich ja dann. Also das war ja irgendwie deine größte Welterfolgsrolle, würde ich mal so sagen, wenn man das schon oben im Weltall sehen kann. Doch, ja, die ist auf jeden Fall international auch gelaufen. Ja, ne? Deswegen Weltstar. Ja, aber hallo. Unbedingt. Und dann auch noch, dass du singst. Du bist ja also eine dermaßen einzigartige Angelegenheit auf den singenden Brettern, die die Welt bedeuten. Deine letzte Platte, aber, ja, Albtraum, Nachtma. Die ist ja leider nicht in den Pop-Sendern gelaufen, weil die ist natürlich auch wieder mal sehr ehrlich und die ist viel zu mechanisch, die hat zu viel normale Instrumente, mechanische Instrumente. Naja, aber die hat eine sehr schöne Eigenständigkeit, ja. Das stimmt, aber die geht ja nicht durch irgendeine Maske oder so. Ja, aber das sind dann halt diejenigen Sänger, die dann bei ihren Live-Konzerten beweisen, dass es einfach ein großer Segen ist, da überhaupt hinzufinden. Ich war ja neulich bei einem deiner Konzerte und da hast du ja auch 2 Stunden durchgerattert. Durchgesungen. Wir haben auch schon mal zusammen gesungen. Zusammen haben wir auch schon Auftritte gehabt. Da haben wir Bert Brecht. Das fand ich auch ganz toll. Da haben die Leute auch gesagt, na, die beiden, die sind so unterschiedlich. Wie kann das gehen und so? Und gerade das war ja das Gute. Nicht, dass ich nur auch noch eine Soubrette bin, so. Nee, ich werde ja auch gar nicht so laut und so tief wie du. Das schaffe ich ja gar nicht. Du bist ja ein wandelnder Elefant. Doch, ich bringe den Menschen Glück. Blase. Ich bin ja gut Elefant. So gesehen, ja. Okay. Meine Füße auch heilig. Ich komme gerade aus Indien. Elefant, ich bin den Fluss durchwandert stundenlang. So viel Kraft, den Elefant. Ich bin nämlich jetzt aufgrund von Wim Wenders zu den unabhängigen Filmemachern übergegangen und bin jetzt nicht nur Sängerin und so, sondern mache jetzt auch Filme. Warst du auf der Schauspielschule? Nein. Meine Tochter auch nicht. Ja, ich wollte in England gehen, weil mir die deutschen Schauspielschulen, die finde ich zu, also die westdeutschen Schauspielschulen fand ich immer zu sehr so. Mein Vater hat mich damals, die Tür nicht aufgelassen, als ich ins Bett musste und deswegen kann ich jetzt keinen Kopfstand beim Akrobatikunterricht machen oder so. Das ist immer so ein bisschen Psycho. Und dann wollte ich richtig auf eine richtig gute Schauspielschule, so wo man so richtig tough Shakespeare und so lernt und dachte so, England, das ist es. Und da bin ich aber nicht angenommen worden. Und dann bin ich später, wollte ich auf die Ernst Busch in Ostberlin und da war es dann aber zu spät, da habe ich dann schon gearbeitet. Ach so. Also da war dann der Zug abgefahren, also hätte ich dann raus aus dem, also so wie deine Tochter jetzt auch. Autodidakt quasi. Wenn die jetzt auch rausgehen würde, dann 4 Jahre Pause, das wäre Quatsch, weil
Die lernt auch, wer ja weiß, das die macht ja auch andere Sachen, wo die Leute eigentlich nicht wissen, was sie so nach so macht. Ja, aber wenn du auf eine Schauspielschule gehst, kannst du, glaube ich, nicht nebenbei mal eben so Filme drehen. Und wenn die jetzt rausgeht aus dem Berufsleben quasi, dann müsste sie wieder neu anfangen danach. Und die will ja gar nicht auf die Schauspielschule. Ja, siehst du, also hat sich das ja schon erledigt. Und was, wenn deine Tochter in deine Fußstapfen, also beziehungsweise in diesen Beruf geht? Ach nee, die soll nicht in die Schauspielerei. Warum denn nicht? Die soll Musik machen. Oh, oder ja, was anderes. Das ist gut. Schornsteinfeger finde ich gut. Ach. Der hat ja Glück. Der wird immer wenn ein Schornsteinfeger vorbeikommt, dann freuen sich alle und wollen den küssen. Und Obwohl bei mir genau wie die, wie bei dir. Muss dir doch auch oft passieren, dass die Leute einfach vor lauter Glückseligkeit bei deinem Anblick stehen bleiben und dann eigentlich gar nicht wissen, wer du bist. Aber sie wissen, sie kennen dich von irgendwoher. Ja? Ja, so von irgendwoher, ja. Manchmal kriegen sie es auch raus. Kinder wissen es oft. Bei wegen Pünktchen und Anton. Ich habe einen Film gemacht, Pünktchen und Anton. Herrlich, Mensch. Aber bei dir muss das ja viel extremer sing sein. Sing uns doch jetzt mal ein Lied. Und zwar sofort. Echt? Vor dem Werbeblock. Oder nein, nach Brecht? Dem Werbeblock. Denk dir was aus. Soll ich? Ja. Ostern ist bald, ja, lass es Ende für Opa und Kegel und Kind. Weil da die blauen Kerne frisch gestrichen sind. Und beim Eiersuchen hört man im Wäldchen von weit schon die Kinderlein fluchen. Darf ich noch so lang? Ja. Um die Mittagszeit. Die Musik, die diese junge, wunderschöne, begabte, nicht nur Schauspielerin, Sängerin macht, sind ja auch selbstgeschriebene Texte, ne? Ja. Bis sie ist also auch Liedermacherin, seit einer Songschreiberin, Songwriter. Genau, und hat die Singer, Songwriter, Actress. Ja, cool. Ist aber interessant, über den Tod zu sprechen, Meret, weil du singst ja auf deiner Platte auch über dieses Thema. Und das fand ich auch immer so, so mutig von dir und auch interessant, mich mit dieser Seite deiner Kunst zu befassen. Also ich kenne dich als wunderbares Playboy. Layout, was ich übrigens total reizend fand und mich erinnert hat an die Großartigkeit der Betty Page aus den 50er Jahren. Oh, danke. Ja, das war wirklich wunderbar. Und ich glaube auch in einem Sari wirst du auch ganz supermäßig hingegossen sein. Die ziehen wir uns dann an, wenn wir morgen in den Sage Club gehen. Ich lege nämlich morgen im Sage Club auf. Ich bin nämlich auch DJ und ich mache jetzt auch meine eigene Radioshow. Im Radio spiele ich Weltcharts, die man noch nie gehört hat, die aber trotzdem Weltraumcharts sind, weil es ist das Beste vom Besten, of course. Toll. Super schöne Sachen habe ich gefunden auf meinen Weltreisen. Sag mal, aber apropos und Tod. Und deine Musik spiele ich auch. Tod, weil du beschäftigst dich ja auch viel mit Tod. Mhm. Ich bin bist ja oft noch im Hospiz. Genau. Ja. Da war ich ganz oft, ich habe wunderbare Freundschaften dort geschlossen mit Menschen allen möglichen Altersstufen. Und die waren alle dort im Hospiz, um irgendwann zu sterben in Ruhe und in wunderschöner Schönheit und innerem Frieden. Das ist nämlich das Irre, was beim Sterben passiert oder passieren muss, bevor ein Mensch überhaupt sterben kann. Es gibt dort Kranke, die sind so krank, da glaubst du gar nicht, dass ihr Körper noch eine Nacht durchmacht, weil die... Das ist unverständlich. Und die bleiben aber so lange noch im Körper, bis die verloren gegangene Tochter nochmal vorbeikommt und die beiden sich verzeihen können über irgendwelche alten Wunden, die sie vor 20 Jahren sich mal zugefügt haben. Lass uns doch jetzt mal über die Mutterschaft und die Schwangerschaft und reden, wie es überhaupt ist, wenn man die große göttliche Einweihung bekommt, die große göttliche Mutter einer Frau gibt, wenn sie sich in die heilige Schwangerschaft begibt. Ihr Baby ist ja jetzt... Ihr Baby. Ich würde so gerne Schauspielerin sein, deswegen bin ich in der Rolle. Dein Baby ist ja jetzt wir über ein Jahr alt. Würdest du lieber, dass wir über so sitzen? Nee. Ach so. Ich dachte, es vielleicht spielen wir mal im Film, dann können wir uns sitzen. Dein Baby heißt Lulus Nunit Amanita. Genau. Und die Bedeutung der Namen wäre? Lulu ist, habe ich
sie genannt oder haben wir sie genannt. Einmal wegen Lulus Back in Town, wegen dem Lied, weil das so schick ist. Und vor allem wegen Lulu, dem Theaterstück, was ich gesehen habe, da war ich 17, inszeniert von Peter Zadek und gespielt von Susanne Lothar. Und das war so großartig, dass ich, das war mein Aha-Erlebnis überhaupt über die Schauspielerei. Und da, ja. Willst du denn mal Lulu spielen in einem Film? Oh, ich würde so gerne Lulu spielen. Aber der Zug ist ja bald abgefahren, Prost. Danke. Ich bin ja bald zu alt. Von dir kriegen wir noch viel zu sehen. Da drehe ich dann in Italien und danach drehe ich dann noch einen Film. Der heißt Heinrich der Säger, das ist völlig abgedreht. Und dann gehe ich auf Tour wieder. Und du gehst auf Tour? Ja, noch einmal mit Nachbar. Und dann muss ich eine neue Platte mal machen. Also ich arbeite dran. Klasse. Eine neue Platte. Ja. Wir bleiben am Ball, Meret. Wir checken deine Filme später und zeigen dann Ausschnitte davon. Und jetzt noch ein paar Bilder aus dem Playboy. aus dem Playbauch. Von mir. Von Meret Becker. Danke, dass du da warst. Du bist eine wunderbare Göttin und meine Lieblingsschauspielerin in Deutschland, nicht meine Tochter. Jo, einen recht schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sitze hier mit Weltstar Romy Haag, einer meiner engen Freunde und Freundinnen. Und wir haben eines beides gemeinsam schon immer gehabt. Wir verehren die große göttliche Mutter. Mutterschiff-Connection, Mothership-Connection. Das bedeutet für mich Musik, Funk, Tanz, Nightclub, Kabarett, politisch, tagespolitisches Kabarett sowie auch spirituelles Kabarett. Romy Haag, du hast mir ein wunderschönes Lied mal geschrieben, das weiß die Weltbevölkerung bis jetzt noch gar nicht so genau. Auf meiner Platte Revolution Ballroom wurde es veröffentlicht und es heißt Berlin. Ja. Berlin. Berlin. Einen supermäßigen Text hat Romy mir da geliefert. Und zwar in drei Sprachen, also irgendwie Französisch, Englisch und Deutsch drauf. Und hier ist auch deine neue Single, La Vie en Rose. Mutig, findest du nicht? Ja, ja, das Leben einer Rose. Wie ist dein Leben zurzeit? Was machst du für Projekte gerade? Also Projekte mache ich gerade, dass ich gerade eigentlich mir so eine Basis natürlich immer Musik, ja. Und das ist natürlich so eine House-Mix, Dance-Mix. Aber was ich eigentlich mache, ist natürlich Chansons. Aber es wird immer im Gefühl, wird es immer jazzischer. Jazz-Hop. Ja, es wird immer mehr Jazz-Hop und es ist irgendwie ganz spannend, weil es irgendwie, um sozusagen primitiv, sehr naiv, sehr unplugged ist. Sehr unplugged ist und es ist einfach heiß. Klasse. Und in Deutschland habe ich es noch nicht probiert, aber das kommt bestimmt im Herbst. Ich mache ja einen ganzen Dokumentarfilm über das, was ich gefunden habe auf meinen Erfahrungsreisen durch mein Leben, nicht nur in Indien, sondern es fing ja bei mir alles ganz viel früher an, so die Suche nach Gott und der Wahrheit und der wahren Glückseligkeit. Nicht ein Glück, was man vielleicht für ein paar Stunden hat oder so, sondern ein Glück, was auch immer in dir drin bleibt. Ich glaube, das ist die Rechenaufgabe, die man sich so als Mensch irgendwann ausrechnen muss. Denn, ich habe ja auch meine Zuflucht getan, nicht? Ich bin ja auch, mein buddhistischer Name ist Kama Sonam Lamo, das heißt Königin der geistigen Verdiensten, was natürlich nur geistig zu denken ist. Und ich glaube auch, dass man mit der Zeit, ich weiß nicht, ob das mit dir auch so ist, aber mit der Zeit ist es so, wenn man sich so viel beschäftigt hat mit Buddhismus, Hinduismus und mit Christentum und mit vielen anderen Religionen, dass man, ich glaube, man baut so eine Art eigene Religion auf. Hast du das nicht? Nee, habe ich nicht, weil ich habe ja Gott persönlich mal getroffen, wo ich 19 war, 1974 in der Kastanienallee 55. Und seitdem weiß ich, dass er die Grundessenz des gesamten Daseins ist, das Licht der Sonne, der Erfinder der Liebe, die
Grundessenz der Liebe. Und da ich ihn schon gefunden habe, mache ich jetzt einen Dokumentarfilm drüber. Langer Rede, kurzer Sinn. Wo du jetzt so schön ausbalanciert bist durch diese geistige Therapie und Zuflucht gesucht hast und genommen hast zum buddhistischen Lehrer, welcher ist das? Rinpoche Birokensi. Das ist eine buddhistische Linie, das ist die zurückführt auf die Erleuchtung des Buddha. Nee, der Name sagt schon Karma, das steht vor der Karmapa, vor der Wiedergeburt von... Karmapa, der vom Dalai Lama auch anerkannt ist. Genau, es ist diese Schule. Genau. Diese Linie. Mein Lehrer in Indien sagt dir was sehr Interessantes, er sagt, folgt der Religion eures Herzens, alle Religionen sind gleichwertig. Und das ist schon mal sehr interessant. Was hast du denn jetzt so in deinem seelischen Kreationsbereich mitgenommen? Was hast du da neue Ideen bekommen oder eine neue Art zu leben oder eine neue Art Energie zu haben und Energie weiter zu verbreiten durch deinen Beruf auf der Bühne, die Leute zu bezaubern mit deiner göttlichen Energie? Ich glaube... Wo kommt das her überhaupt? Mal so vielleicht. Ja, aber ich wer glaub, bist du? Ich glaube auch, dass. Wo kommst du her? Eigentlich will ich das wissen. Ich glaube, Kinder wie wir, ja, kommen von Eltern, die sehr neue Seelen sind. Ja? Ja? Ja. Aha. Und ich glaube, wir sind uralt. Wir sind uralte Seelen, ja? Und, wir haben jetzt langsam genug, hier ins Fleisch zu steigen. Ja, aber haben wir trotzdem schrecklich viel zu lernen noch. Ja. Schrecklich viel dazu zu lernen. Und ich glaube, dass diese ganze Sache eben mir Selbstsicherheit gibt. Mhm. Ja. Und man kann auch, weil unser Beruf ist ja auf jeden Fall schizophren, finde ich. Ich finde das schizophren und ich brauche auch meinen Ausgleich. Das ist super, wie du das sagst. Schizophren. Schizophren. Und dann braucht man diesen Ausgleich, nicht? Also da zum Beispiel dieses Vipassana-Retreat zu machen, weil ja, da guckst du nicht mehr im Spiegel, das ist ja alles so scheißegal, du schminkst dich mit, du lässt dich total gehen. Ja, nee, und nicht da, gehen, aber nicht mehr schminken. Nee, du lässt dich totally gehen. Toll. Ich schneide mir auch immer alle Haare ab. Und da brauche ich richtig so 3-4 Tage, mich wieder in diese Westwelt anzupassen, um wieder zu funktionieren müssen. Nicht, weil das ist ja ein Funktionieren. Aber mein einer spiritueller Lehrer aus Indien hat mal zu mir gesagt, wenn du erst mal einmal den Himalaya gesehen hast, dann wirst du mit der westlichen Welt viel besser zurechtkommen. Denn wenn man aus dieser wunderschönen Natur wieder zurückkommt zum Alexanderplatz und diese alten Gebäude, die Kongresshalle und das Haus des Lehrers und diese Dinge wieder so vorsichtig und dann denke, Gott, die Berge waren doch viel schöner. Aber du hast es ja gesehen, das ist ja auf deiner Festplatte eingraviert. Egal, ob ich jetzt durch Mitte oder Prenzlauer Berg oder Wannsee fahre, ich bin eigentlich immer im Himalaya. Bietest du mir auch mal eine Zigarette von der Sponsorfirma? rauch ruhig, bis der Arzt kommt an. Dann wollte ich dich bitten, ein Stegreiflied vielleicht für uns zu singen, für unsere Zuschauer zu Hause, damit sie sehen, dass, wie gesund es ist für Körper, Geist und Seele, aus dem Stegreif einfach anzufangen zu singen, Ja, einfach so. Zu singen. Du kannst dir natürlich Zeit lassen, lass dir Zeit, überleg dir, welches Chanson. Naja. Weil ich finde das immer so schön, so ohne Begleitung auch mal. So, das wäre dann so. Now when you climb into your bed tonight, and when you close and lock the door, think of those out in the dark and night, cause there's not enough love to go round. Very nice, very nice. Sag mal, und du schreibst doch selber Texte. Dieser eine Text ist ja grandios, den du für mich geschrieben hast über Berlin. Hast du irgendeinen neuen Text, der aus dir rausgesprudelt ist, lately? Ich will immer so Bilder werfen auf Augenblick. Und du weißt, mein Deutsch ist ja nicht breit genug. Deswegen habe ich es damals auch dreisprachig gemacht und sowas. Aber was mir so in Deutsch einfällt, ich finde auch immer schön, wenn die Leute selber ihre Fantasie entwickeln können. Nicht? Dann könnte man so nehmen, so bei Beispiel, wilde Schatten in der Nacht, ruhelos und aufgebracht, erkenne dein Gesicht nicht mehr, Kinder schreien weit, weit her, über Städten, Mauern, freies Land,
wieder aufgebaut und abgebrannt, Zwischenwelten überall, na endlich Karneval. Das ist super. Und dann der Refrain. Der Refrain war der, jetzt. Der Hook. Also in unserer Sendung hier, in unserem Mutterschiff Connection, da laden wir euch ein, dass ihr uns ein unkompliziert selbstgedrehtes Video zuschickt. Mit einem Song, also richtig toll alles und so mit Song oder wenn ihr eine Band seid. Und wenn es gut ist, dann spielen wir das. Deal? Ich finde, das ist ein Deal. Ja, und das sollte geil. Uns Künstlern, die wir so von Plattenfirmen abhängen, auch inspirieren. Ganz unkompliziert mit unserer Videokamera einfach einen kleinen Clip drehen. Und den können wir ja dann im offenen Kanal zeigen. Aber ich glaube auch, das ändert sich, Nina. Das ändert sich. Also all diese mächtige Visionen Teuren und so. Auch es das, gibt doch unabhängige deutsche Filmemacher. Auch das mit dem Internet, es ändert sich alles auf Augenblick. Und Gott sei Dank ändert sich alles, weil auch kleinere, normale Leute, die singen und Musik machen wollen, haben viel mehr Chancen, das zu verbreiten. Und es ist auch viel spannender. Für heute danke ich dir, dass du gekommen bist. Du brauchst also kein Casting mehr. Du machst in meinem Film auf jeden Fall mit. Ich danke dir jetzt, dass du mich eingeladen hast. Danke dir. Und es ist schön, dich mal wieder in Berlin zu sehen. Ja, ich bin nämlich jetzt wieder in Berlin. Das ist auch mal wichtig für diese Stadt, denn immerhin, was ich auch immer so finde, warst du eigentlich eine große Inspiration für viele andere Künstler. Aber die Deutschen scheinen da Schwierigkeiten mit zu haben, das richtig zuzugeben. Aber ich weiß, du warst the big inspiration. Ja, und das werde ich auch weiter sein. Die Partys, die machen wir jeden Tag, wenn die Sonne wieder aufgeht, denn das ist ja mein spiritueller Name, Rashmi, der erste Strahl der aufgehenden Sonne am Morgen. Und der will ich auch mein ganzes Leben lang sein. Unter dem Motto, ein Licht zündet das nächste an. Lasst uns alle gegenseitig uns inspirieren, noch wertvollere Müllrecycler zu werden, als wir schon sind. Menschlichere Wesen zu werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie sich bei meinem Knautschgespräch nächste Woche wieder einschalten. In Liebe, Wahrheit, Einfachheit. Das ist Nina Hagen und das ist Romy Haag.